Danke Ines, danke Rosa Luxemburg Stiftung für dieses wirklich exzellente Ereignis. Ich gehöre zu jener Generation, für die feststand, dass Kriege und große Naturkatastrophen nur in anderen Teilen der Welt stattfinden. Was wir jetzt erleben, ist, dass sich die Europäer und Europäerinnen nicht hinter einer Mauer gegen den Klimawandel und die Kriegsgefahr verstecken können. Wir erleben, wie die Politik der Großmächte, wie von einem Magneten angezogen, uns immer näher an einen großen Krieg heranführt. Und deswegen meine ich, dass dieser verhängnisvollen Entwicklung Einhalt zu gebieten, das Zentrum, das der Fokus der Winterpolitik sein muss. Die Europäische Linke hat vor 1,5 Jahren auf ihrem Parteitag über den Ukraine-Krieg diskutiert und eine Formel beschlossen, die darin besteht, den völkerrechtswidrigen Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine als ein Verbrechen nach dem humanitären Völkerrecht zu verurteilen, einen Waffenstillstand, die Rückkehr an den Verhandlungstisch und den Abzug der russischen Truppen zu fordern. Über die Ursachen des Krieges gab es und gibt es unterschiedliche Auffassungen in der Linken und daher ist diese Formel ein politischer Kompromiss. Aber sie ist andererseits auch eine klare, prinzipielle politische Aussage, dass nämlich bei allen Unterschieden hinsichtlich der Einschätzung des Krieges oder der Einschätzung von Kriegen, wir uns alle darüber einig sind, dass das Töten aufhören muss, nicht irgendwann, sondern jetzt. In dieser Debatte stoßen zwei Logiken gegeneinander. Die eine Logik ist eine militaristische Logik, die andere Logik ist eine Logik des Antimilitarismus. Und ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. In ihrer ersten Sitzung, in seiner ersten Sitzung hat das Europaparlament am 17. Juli mit großer Mehrheit eine Resolution zur fortgesetzten Unterstützung des Krieges in der Ukraine verabschiedet. Darin werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, alles in ihrer Macht Stehende für einen militärischen Sieg der Ukraine zu tun und mindestens 0,25% der Bruttoinlandsprodukte dafür aufzuwenden. Jetzt hat das Europaparlament keine Kompetenz in außenpolitischen Fragen, sodass es sich im Grunde genommen um eine symbolische Resolution zur Unterstützung der Politik von Ursula von der Leyen handelte. Und um es klar auszudrücken, die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung und Staaten haben das Recht, sie dabei zu unterstützen. Und trotzdem ist an dieser Resolution, die von der Volkspartei, den Sozialdemokraten, den Liberalen und den Grünen eingebracht wurde, alles falsch. Alles falsch deswegen, nicht nur, weil etwas in dieser Resolution gesagt wird, sondern noch viel deutlicher, was in dieser Resolution nicht gesagt wird, was ausgeschlossen wird als Denkmöglichkeit und als politisches Ziel, nämlich Waffenstillstand, Beendigung der militärischen Auseinandersetzung durch politische und diplomatische Methoden und eine Verpflichtung der Europäischen Union, Initiativen in dieser Richtung zu setzen oder sich an bestehenden Initiativen zu beteiligen und sie zu unterstützen. Und in diesem Ausschluss der politischen Lösung offenbart sich die erschreckende militaristische Logik, den Krieg bis an sein bitteres Ende auszufechten, unabhängig davon, wie viele hunderttausende Menschenleben er fordern sollte und unabhängig davon, dass aus heutiger Sicht ein solches Ende nicht einmal absehbar ist. Aus linker Position ist diese militaristische Sicht auf den Konflikt unannehmbar. In der Resolution wird begrüßt, dass sich die Ukraine auf dem unumkehrbaren Weg zur NATO-Mitgliedschaft befindet. Aber wie
kommt das Europäische Parlament zu einer solchen Feststellung? Entschuldigung, es gibt immer noch Mitglieder der Europäischen Union, die neutral sind. Aber noch gravierender ist doch, dass von ernstzunehmenden Beobachtern, und Peter Brandt hat das ja wieder ausgesprochen, die NATO-Aspirationen der Ukraine und die Willkommenskultur gegenüber diesen Aspirationen seitens der NATO nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems darstellen. Wir wissen, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ein Haupthindernis für die friedliche Lösung darstellt. Und gewiss, die Menschen in der Ukraine haben ein Recht auf nationale Souveränität und Sicherheit. Aber die Alternative wäre, und auch das wurde von Peter Brandt ausgesprochen, internationale Sicherheitsgarantie durch die Vereinten Nationen oder die Großmächte, wie das die Friedenspläne der verschiedenen Seiten, darunter auch des Vatikan, vorsehen. Doch auch hier wählt das Europäische Parlament den Weg der militärischen Konfrontation und nicht der politischen Entspannung. Und zum Schluss. In der Entschließung wird die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldova als eine geostrategische Chance begrüßt. Und es stimmt, Genossinnen und Genossen, die EU-Erweiterung könnte auf dem Weg zum Frieden eine positive Rolle spielen, wenn sie an gesamteuropäischen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Notwendigkeiten orientiert ist. Aber was bedeutet in diesem Zusammenhang geostrategisch? Gegen wen richtet sich diese Geostrategie? Die Erweiterungspolitik der EU steht vor einer Wegkreuzung. Sie kann entweder Friedensprojekt sein, das Völker verbindet, oder sie kann Instrument der europäischen Konfrontation und damit Anlass zu weiteren Bürgerkriegen und Kriegen sein. Und erneut ist es die militaristische Logik, die die EU in die falsche Richtung dirigiert. Die Militaristinnen glauben, dass die Mehrheitsmeinung der EU-Bürgerinnen in diese Richtung tendiert. Aber das ist nicht wahr. Meinungsumfragen, wie die kürzlich vom European Council of Foreign Relations veröffentlichte, zeigen, dass die Mehrheit der Europäer und Europäerinnen für ein Ende des Krieges und für Verhandlungen. Österreich ist, wie ihr wisst, noch immer ein neutrales Land. Und gestattet mir zu sagen, es wurde im Vormittag der Begriff des Pufferstaates erwähnt. Ich kann euch berichten, Österreich war 1955, als es seine Unabhängigkeit erhalten hat, ein Pufferstaat. Nämlich ein Staat, der zwischen hochgerüsteten Militärblöcken liegt. Und diese Existenz eines neutralen Pufferstaates hat nichts an der nationalen Unabhängigkeit Österreichs geändert, hat uns nicht daran gehindert, einen fantastischen Kapitalismus aufzubauen, hat uns nicht einmal daran gehindert, eine Neonazi-Partei jahrzehntelang zu hegen und zu pflegen. Pufferstaat ist in Wirklichkeit die Definition, eine positive Rolle bei Problemen der Entspannung und der internationalen Konfrontation spielen zu können. Und wie immer, wenn alte Rezepte neu aufgewärmt werden sollen, kommt das mit dem Anspruch daher, jetzt muss etwas völlig Neues in der Sicherheitspolitik gedacht werden. Und völlig neu sagen Grüne und Konservative, wir müssen in die NATO eintreten. Sind sie für oder gegen die NATO? Das ist die neue Gretchenfrage. Und wer dagegen ist, ist schon ein halber Vaterlandsverräter von Putin. Ich bin gegen die NATO. Ich habe erlebt, was die NATO in Jugoslawien angerichtet hat. Ich weiß, was sie in der Türkei, in Griechenland und an vielen anderen Plätzen anrichtet. Aber das ist gar nicht das Problem, um das es hier geht. Das Problem, um das es hier geht, ist die Frage der NATO zu entmystifizieren. Wir sind dagegen, die Rüstungsausgaben weiter auf die 2% zu erhöhen, wie es die NATO beschlossen hat. Weil bereits heute die USA und ihre Verbündeten mehr für die Rüstung ausgeben, als alle Länder der Welt zusammengenommen.
Das hat zu gewaltigen Rüstungsprofiten geführt, aber keineswegs zu mehr Sicherheit. Wir sind gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland, nicht weil es die USA oder die NATO sind, die sie aufstellen. Wir sind dagegen, weil sie zum Präventivschlag verleiten können und unsere Städte zur Zielscheibe von Gegen- und Präventivschlägen machen und, Europa ein weiteres Stück an den Krieg heranrücken. Die prinzipielle Frage lautet, ob wir glauben, dass Sicherheit dadurch entstehen kann, dass einander hochgerüstete Armeen mit gegenseitiger Auslöschung bedrohen. Der Rüstungswettlauf, der durch die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen ausgelöst wird, wird die militärische Sicherheit auf dem europäischen Kontinent untergraben. Ernsthaft über militärische Sicherheit in Europa zu reden, erfordert anzuerkennen, dass sie nicht gegeneinander, sondern nur miteinander als gemeinsame Sicherheit erreicht werden kann. Die sicherheitspolitische Fremdbestimmung zu überwinden, das heißt eine strategische Autonomie zu erreichen, wird den europäischen Völkern nur dann gelingen, wenn ihre Sicherheitspolitik auf einem Friedenskonzept beruht. Daher sind wir dafür, dass das Prinzip der gewaltfreien Lösung internationaler Konflikte in den EU-Verträgen verankert wird. Wir fordern in den EU-Verträgen ein Verbot von Atomwaffen. Wir fordern darauf hinzuwirken, dass Europa zu einem atomwaffenfreien Kontinent gemacht wird. Und dazu gehört auch Neutralität und Blockfreiheit als positive Elemente anzuerkennen. Abschließend, Genossinnen und Genossen, der Krieg in der Ukraine birgt die ungeheure Gefahr einer unkontrollierten Eskalation zu einem großen europäischen und globalen Krieg. Deshalb muss er mit politischen und diplomatischen Mitteln beendet werden. In diesem Krieg verdichten sich aber auch alle Faktoren der europäischen Sicherheit. Daher besteht darin auch eine Chance. Gelingt es, die militaristische Logik zu durchbrechen und durch eine friedenspolitische Logik zu ersetzen, so könnte das die Tür zu einer neuen europäischen Sicherheitsordnung öffnen. Die Frage, auf welche Weise der Frieden in Europa bewahrt werden kann, ist nicht neu. Eine nicht-militaristische Sicherheitspolitik kann sich auf gut ausgearbeitete Konzepte stützen. Ich nenne die Nobelpreisträgerin Alva Myrdal oder den erst kürzlich verstorbenen Johann Galtung. Ich nenne Willy Brandt, Bruno Kreisky und Olaf Palme. Und vor allem nenne ich die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die sich kommendes Jahr zum 50. Mal jährt. Es liegt an uns, diese nicht-militärische, diese antimilitaristische Tradition in Erinnerung zu rufen und mit neuem Leben zu erfüllen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.